Oh mein Gott. Hä? Ich stecke fest. Oh mein Gott. Und jetzt nicht mehr. Hui, cool. Hallo und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Starbound. Natürlich, war ja klar, einigermaßen. Und ja, Hallöchen und willkommen wieder zurück. Genau. Genau, also hallo. Wir spielen jetzt ein bisschen Starbound. Wie schon eigentlich ziemlich oft eigentlich. Naja. Und naja, was machen wir denn heute? Was haben wir denn heute geplant für heute? Was haben wir geplant? Ich glaube, wir werden vielleicht ein bisschen rumspringen, rumkämpfen, rumkacken, furzen. Wir werden vielleicht sogar. Könnt ihr mal die Fresse halten? Dem Skype Nachricht. Was ist denn los, mein lieber Freund? Oh Gott, ich bin schon tot. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Schreibt er. Nee, schreib zurück. Scheiße. Das mache ich nicht, aber trotzdem. Ich bin in der Aufnahme, Mann. Stress mich nicht. So, er hat sowas eigentlich sowieso nicht, wie er mir eine Nachricht geschrieben hat. Aber ist mir egal. Müsst ihr ja nicht hören. So. Ist ja verboten zu hören. So, egal. Ja, genau. Ja, wir setzen hier jetzt einfach mal eine Fackel und erzählen ein bisschen weiter about Starbound. Ich finde das Spiel eigentlich ziemlich geil. Also ziemlich geil. Hammergeil. Wobei ich weiß nicht warum, aber meistens, außer wenn ihr jetzt Multiplayer irgendwas macht, spiele ich jetzt mal einfach die Spiele nicht außer in der Aufnahme. Also wenn ich die Aufnahme mache, dann spiele ich die Spiele ansonsten, wie soll ich das erklären? Wenn ich das Spiel Let's Play, zum Beispiel jetzt Minecraft, Let's Play ich, ja. Dann spiele ich eigentlich normalerweise eigentlich fast kein Minecraft. Und das ist eben normalerweise eben sau, dass, keine Ahnung, ich spiele das Spiel einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Einfach nur in der Aufnahme spiele ich das, wenn ich ein Let's Play davon mache. Keine Ahnung warum. Also ich spiele eigentlich mal Starbound spiele ich jetzt nur noch in der Aufnahme. Ich habe auch ein bisschen zu wenig Zeit, um das irgendwo anders auch noch zu spielen, aber trotzdem, ich spiele eigentlich fast nur in der Aufnahme. Ich spiele eigentlich eben nur fast in der Aufnahme. Das wollte ich eigentlich sagen. Ansonsten könnte ich noch sagen, vielleicht kennt ja jemand von euch Overgrowth. Ich habe schon ein paar Freunden davon erzählt, ist ja mir auch egal, vielleicht kennt ihr es ja. Es ist ein Spiel auf Steam. Wenn ihr euch irgendwie gefragt habt, ja, soll ich das Spiel kaufen oder nicht? Weil es kostet ja irgendwie fast 30 Euro. Wenn ihr euch fragt, ja, soll ich mir das wirklich kaufen? Dann will ich sagen, Leute, kauft's euch. Weil ich hab's mir kürzlich gekauft, das Spiel. Und ich hab's nicht bereut. Ich bereue es immer noch nicht. Es ist ein hammergeiles Spiel. Es ist leicht zu bedienen. Und es ist einfach hammergeil. Es ist eigentlich einfach geil. Man kann ziemlich viel damit machen eigentlich. Man kann Parcours machen, man kann kämpfen, man kann mit beiden Händen und Füßen und Beinen und weiß ich was kämpfen, man kann alles machen. Also man hat so eine Freiheit in dem Spiel und es ist einfach hammergeil. Also diese Kampftechnik. Ich sollte eigentlich vielleicht sogar kurz was dazu erzählen. Es ist ein Spiel, über die man ein Hase oder ein Kaninchen, ich weiß es nicht, Leute,
Sehr, aber ich, also es ist einfach, man ist ein Hase und, naja, wenn man ein Hase ist, dann ist man cool, weil man kann springen und das kann man in dem Spiel auch. Man kann sehr weit springen, sehr hoch und so weiter und so fort, also man kann sehr viel machen und als Hase muss man sich, man muss irgendwie kämpfen und so und man hat wirklich sehr coole Kampftechniken. Zum Beispiel kann man, also sehr, sehr leicht zu bedienen, also man hat WASD, Shift und dann sonst eigentlich fast nichts, was man zum Kämpfen braucht, also diese Maustaste und die Maus selbst. Und zum Maus selbst, zum sich umschauen, wer ist denn natürlich, um sich zu bewegen, wie eigentlich bei jedem Spiel, also fast jedem Spiel, bei der diese Maus benutzt wird. Und ja, dann gibt es noch die linke und die rechte Maustaste und die sind eben dafür da, dass man mit der linken Maustaste kann man angreifen und mit der rechten Maustaste kann man blocken sozusagen. Also ist für, eben für die, eher für die Verteidigung gedacht sozusagen. Und da kann man blocken, und dann einen rüberwerfen über die Schulter. Man kann einen Roundhouse-Kick machen, man kann auch einen normalen Kick machen. Man kann sich ducken und dann einen Roundhouse-Kick machen, also einen Roundhouse-Kick von unten übrigens, was ein Roundhouse-Kick ist. Das ist so ein, wie soll ich das beschreiben? Das ist so ein Kick, bei dem man sich sozusagen dreht, so irgendwie sowas mäßig. Dings. Also man dreht sich um 360 Grad eigentlich und man kickt da einfach rein sozusagen gleichzeitig. Man streckt also sozusagen das Bein aus, während man sich dreht. Das ist es eigentlich so was. Eben, und das gibt, es hat so viele Möglichkeiten, also das Spiel. Aber was ich ziemlich schade finde, ist, es hat noch keine Kampagne und das hat kein Tutorial. Deshalb würde ich mir einfach, ich will einfach sagen, schaut euch ein Video an auf YouTube. Da ist es eigentlich gut erklärt. Ich habe, also man findet wirklich genug Videos, in dem erklärt wird, wie man kämpft und so. Aber wenn ihr euch wirklich überlegt habt, soll ich das Spiel kaufen oder nicht, Overgrowth? Oder wenn ihr es nicht mal kennt, dann schaut es auf jeden Fall bei Steam vorbei. Es ist Steam, also es ist wirklich hammergeil, das Spiel. Und wirklich, ich kann es euch nur empfehlen eigentlich. Es ist wirklich cool. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Man kann, ich bin wochenlang nur in der Arena am Kämpfen. Das ist einfach Hammer. Also ich muss sagen, sowas habe ich noch nie gesehen, dass ich so lange nur in einem eigentlich die ganze Zeit gleich kommenden Level dran bin, das ist schon ziemlich cool. Und naja, also wenn ihr euch nicht wirklich entscheiden könnt, das werde ich mir kaufen. Und für die, die jetzt denken, das ist ein viel zu teures Spiel, das ist überteuert und sowas, keine Ahnung. Naja, also ihr kennt doch sicher PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, weiß ich was, Nintendo DS, das sind die Spiele 60 Euro manchmal sogar. Und das ist schon viel mehr. Und man kann eigentlich, ich muss sagen, das ist einfach ein hammergeiles Spiel und es wird jedes Mal immer wieder geupdatet. Also solange es gekauft wird, ich komme nicht rauf. Solange es gekauft wird, wird es eigentlich immer aktualisiert. Und naja, es ist einfach ein hammergeiles Spiel und man kann sehr viel machen und naja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, es hat noch keine Kampagne, kein Tutorial, also naja, ich freue mich, also nicht stört, es stört mich. Ja, ich freue mich einfach richtig auf die Kampagne, es wäre so cool. Sobald die Kampagne kommt, ist es hammergeil. Und ich freue mich auch wirklich, wenn es irgendwie sowas wie, wie ein Tutorial gibt sozusagen, das könnte man so gut verpacken eigentlich. Warum spreche ich überhaupt über ein Spiel, während ich Starbound spiele? Keine Ahnung, ist ja egal. Ich spiele jetzt einfach weiter. Ich mache Werbung für ein Spiel, während ich ein anderes Spiel spiele. Warum nicht? Cool. So, naja, auf jeden Fall, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ansonsten, wenn es euch, naja, keine Ahnung, wenn ihr es nicht kennt, dann ja, schaut mal nach. Schaut mal auf jeden Fall nach. Es ist wirklich sehr cool.
Und ansonsten würde ich sagen, wir sprechen jetzt über Starbound, Ben, das mit dem Overgrowth. Und naja. Worüber könnten wir denn sprechen? Keine Ahnung. Leute, ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn euch das Spiel Starbound gefällt, dann kauft es euch ebenfalls. Also, naja. Übrigens, wegen Overgrowth, ich werde vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Könnte ich ein Video dazu machen? Vielleicht. Also, ich könnte es euch zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wegen den FPS flüssig läuft, weil es hat wirklich sehr gute Grafik und die kann man noch nicht so tief runterstellen, dass man keine Ahnung, wie viele FPS hat. Aber naja, ich werde es versuchen, vielleicht, wenn ihr es wollt. Wenn ihr es nicht wollt, also ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ziemlich nett für, von euch. Wenn ihr es einfach mal schreibt, ja, komm, mach das mal, komm bitte. Keine Ahnung, ich will das Spiel mal sehen. Weiß ich nicht, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Das hier. Dieses Land, oh mein Gott. Hä? Ich stecke fest, oh mein Gott. Okay, jetzt nicht mehr. Ui, cool. Okay. So. Sieht schon ziemlich seltsam aus eigentlich. Oh. Ich bin poisoned. Yeah, cool. Na, das freut mich natürlich. Hör auf. Okay, gut. Wollte gleich sagen. Oh mein Gott. So, ich würde sagen, kommen wir gehen wieder nach oben. War ja eigentlich wieder eine schöne Runde. Ein schönes Thema eigentlich. Fand ich. Naja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Wäre sehr nett von euch. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr ein kleines Fingerchen nach oben geben könntet. Natürlich, das wäre doch cool. Ich finde es schön. Naja. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das wirklich beenden. Bewerten. Würde mich da auf jeden Fall sehr freuen. Wäre nett. Und dann solltet ihr sagen, oh mein Gott, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, oh mein Gott, Werbung, Schleichwerbung für mich selbst, oh mein Gott, so, naja, wenn ihr es wollt, dann könnt ihr es natürlich tun, ansonsten lasst es doch bleiben und wir sehen uns beim, ich falle einfach zwischendurch, cool. Oh fuck. Bye. Nächsten. Man kann eigentlich schon von hier nach außen gehen? Glaube nicht, ne? Nee. Das kann man manchmal. Ab einer bestimmten Höhe geht das nicht mehr, aber manchmal kann man es. Okay, wir töten noch kurz diesen und gehen nach oben, dann beende ich hier wirklich den Part. Weil ich jetzt wirklich nicht viel will, so eine Riesenfolge haben. Aber naja. War nett, wenn ihr diesen Part bewerten könntet. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Adios, Leute. Tschüss. Warte mal. Und? Mein Gott, wie lange ist der Gang? Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss. Okay, wir sehen uns jetzt genau. Bis dann, tschüss, und ciao.